Mit diesem Bildervideo möchte ich den Naturverbunden, den Träumern und auch den Sonnenanbetern ein paar Fotos von der Wintersonnenwende am Königstein bei Westerhausen zeigen. Der Königstein war einst ein Sonnenheiligtum, er hat seine Lage nicht verändert, die Sonne ihre Bahn auch nicht und deshalb stimmen die ganzen Punkte noch, die wir selber auch erleben können. Wir sehen so etwa gegen 16 Uhr, wie die Sonne am Horizont versinkt. Theoretisch müssten dort am Horizont die Steinköpfe zwischen Timmrode, Thale und Altenbrak zu sehen sein. Von uns aus sehen wir aber nur den Lesterberg und die Teufelsmauer in der Mitte mit dem Hamburger Wappen und der hohen Sonne, so heißt ein bestimmter Felsen dort. Wir sehen, wie die Sonne am Horizont versinkt mit einem kräftigen Rot. Dann kommt die Nacht und am anderen Morgen, allerdings erst um 8 Uhr etwa, geht die Sonne auf. Die ersten Sonnenstrahlen erhellen den Himmel, beleuchten die Wolken, die letzten Nachtwolken von unten. Das ist übrigens ein sehr markantes Schauspiel. Und dann sehen wir, wie die Sonne langsam den Horizont beleuchtet und dann über den Wald, die Kante des Waldes scheint mit einem kräftigen Rot am Eselstall. Aus der Richtung der Gegensteine bei Wallenstedt scheint sie richtig ganz kräftig. Jetzt sehen wir das feurige Rot, wo sie dann über den Wald strahlt. Und jetzt bin ich hinter die Felsen getreten, um das Panorama nochmal zu genießen des Königsteins, des zweiten Felsens. Und man kann jetzt sehen, wie die Sonne langsam das ganze Umfeld weiter beleuchtet. Ich bin jetzt weiter nach Westen runtergegangen und sehe jetzt, wie die Sonne über den Weinberg am Königstein entlang scheint. Man sieht auch die kahle Pappel, die dort steht. Und das ist der Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende gewesen. Dankeschön, das war es für heute.